Herzlich willkommen bei Eumelie LP zu einem neuen Part von Sims 2. Wir sind wieder auf dem Campus und Felix liegt im Bett und schläft. Ist ja auch mitten in der Nacht. Ja, er wollte noch sein Fach festlegen, Politikwissenschaft. Können wir mal für eine Weile machen. Ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Die Kuh ist auch noch da, wie ich sehe, und liefert sich eine Kissenschlacht. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie heißt. Egal. Da rennen sie wieder alle. So. Er träumt von Chris und so. Ah, da ist der andere Typ. Ja. Irgendwer flippert. Man hört das an dem Klacker. Oh, Felix hat in der Stunde Unterricht. Hilfe. Ja, dann geh mal. Ach du je. Er hätte Haaren dran gehabt, müsste mal duschen. Das haut jetzt nicht hin. Stimmt, es ist vorverlegt worden. Halt mal, nee. Ja gut, lassen wir ihn da nochmal hingehen. Dann legen wir halt das Fach fest, wenn er wiederkommt. Ist ja jetzt auch egal. Wo sind wir denn hier? Och, wir sind im rückwärtigen Teil. Lalala. Felix, wo bist du? Ah, da läuft er. Komm, renn mal ein bisschen. Du bist spät dran. Und wieder im Schlafanzug. Ist ja typisch. Unser Felix geht irgendwie gern im Schlafanzug zum Unterricht. Ja, weil ich nicht aufpasse. Egal. Und da rast die Zeit wieder. Wir können den Leuten beim Essen zugucken und beim Hausaufgaben machen und beim Stinken. Ja, so. Da ist er wieder, oder? Was? Wo? Wie? Da haben wir Post gekriegt. Ja, gell. Ach, herrje. Jetzt stinkst du aber auch. Okay, dann schauen wir mal. Was können wir denn... Was will er denn da? Duschen, ja? Duschen ist gut. Ich will nur mal kurz gucken. Nee, wir haben keine Post. Also da ist nichts gut. Dann geh du mal duschen. Das ist eine super Idee. Was machen wir mal ein bisschen schneller hier? Ja, genau. Der stinkt. Ah ja, das ist halt so, wenn man morgens aus dem Bett fällt und direkt zum Unterricht muss. Da bleibt das nicht aus, ne? Geh mal duschen. Ah, wer duscht denn da? Emma. Ist sich auch gerade am sauber machen. So. Und wenn du geduscht hast, kannst du auch noch die Toilette benutzen. Ah, wie hieß die jetzt nochmal? Camilla, genau. Hatte ich doch noch richtig im Kopf. Ja, komm, dann mach halt auch mal sauber. So ein dreckiges Klo wollen wir ja nicht benutzen. So. Ja, da gucke ich jetzt gar nicht groß weiter, weil er will ja, wie gesagt, Politik, Wissenschaften machen. Ja, müssen wir mal schauen. Er macht die Hausaufgaben für das Fach heute auch noch. Sollte man tun, ne? So, was gibt's denn hier zu futtern? Ah, da sind noch ein paar Pfannkuchen übrig, die kann er essen, weil Hunger hat er ja auch. Oh, wer steht denn da und denkt über Camilla nach? Die Katja und der Robert, genau. Und sie denkt auch an Camilla. Elise, alle denken an Camilla mit ihrer Igelfrisur. Ich weiß nicht, was hat die Frau an sich? Ah, jetzt denkt sie an Felix, auch hübsch. Komm, schnapp dir mal was zu futtern. Ja. Ach ja. Voll der Studierstress hier, ne? Ja, ja. Dann machst du das, machst Hausaufgaben und dann ändern wir mal dein Fach. Ich hoffe, er muss dann heute nicht nochmal zum Unterricht. Ansonsten schwänzen wir den mal ganz frech. Denke ich mal so. Weil eigentlich hatte ich vor, eventuell wieder ein neues Grundstück zu besuchen und mich hier ein bisschen auf dem Campus umzuschauen. Komm. Oh, ist ja schon schön gefuttert. Okay. Und dann kannst du College Hausarbeit schreiben. Mach das mal. Noch ist er spaßig drauf. Ja genau, wechsel gerade den Platz. Recht so. Ich höre wen? Ah, unser Känguru. Anton macht den Schulschlachtruf. Der hieß Richard, genau. Unser blauhaariges Wunder. Und Hans-Peter haben wir da. Felix, hast du jetzt nochmal den Platz gewechselt? Warum das?
Ach, du wolltest einen freien Blick auf Sabine haben. Ja, das denke ich mir. So siehst du aus. Gut, dann mach mal ein bisschen schneller. Also die Zeit vergeht ja hier immer so rasend schnell. Da müssen wir ein bisschen Zahn zulegen. Sonst haben wir ja nichts mehr vom Tag. Und was macht Sabine? Die haut ab. Okay. So, dann wollen wir doch bitte erstmal College, das Studentensekretariat, ein Fach festlegen. Nee, du musst jetzt nichts abspülen oder essen. Du hast ja schon. Ich meine, ne? Wollen wir mal gucken. Er will Politikwissenschaften machen. Das hatte ich ja ursprünglich auch mal geplant. Wir ändern das aber, wie gesagt, irgendwann nochmal in Bereich Kunst, weil er ja Starkoch werden will. Aber er kann ja mal so ein Semester Politik-Dingsbums studieren. Hier gibt es die ganzen Sachen. Psychologie, Geschichte, Physik, Literatur, Politikwissenschaften, Mathematik, BWL, Biologie, Philosophie, Kunst später und Schauspiel. Also die ganzen Sachen gibt es. Da gibt es dann natürlich auch Erklärungen dazu. Mal gucken mal. Politikwissenschaft. Die Lehre von Verhältnis zwischen Sims und Macht. Wer Politikwissenschaft studiert, erfährt, wie Leute in Gruppen funktionieren und erlernt die subtile Fähigkeit der Manipulation und Beeinflussung. Diese Kontrolle über andere Sims ist für viele Karrieren ziemlich nützlich, darunter natürlich auch die Politikkarriere, klar. Also er kann dann hier in die Politik gehen oder zum Militär oder ins Showbusiness. Meins braucht er alles nicht, aber egal, wir machen das jetzt mal, weil es sein Wunsch ist. Also nehmen wir das jetzt mal. Und schon geht's dem Kerlchen hier wieder besser. So, er braucht Spaß, hat er gesagt. Da ist jetzt die Frage, halt, Moment, wann hätte er denn Unterricht? Von 18 bis 20 Uhr, na super. Er braucht keine weitere Fähigkeit dafür. Wenn er ja eh gleich wieder Unterricht hat. Spaß braucht ein bisschen Energie. Ja, dann würde ich doch mal vorschlagen, wir rufen uns ein Taxi. Das kommt gut. Ist er eigentlich mittlerweile angezogen? Ja, gut, okay. Nicht, dass er wieder so schlafanzugsmäßig durch den Campus wandert. Weil da gibt es doch so ein Café. Da kann er sich einen Kaffee reinhauen. Dann ist er hoffentlich wieder ein bisschen fitter. Und man kann mal gucken, was da so abgeht. Taxi wollen wir haben. Weil viel Zeit hat er nicht. Er hat gerade mal, naja, eine Stunde. Aber das macht ja nichts. Wir können ja trotzdem mal schauen. Für ein bisschen gucken reicht das hoffentlich. So, was kann er denn so lange machen? Noch ein bisschen Fernsehen da. Bis das Taxi kommt. An diesem genialen Fernseher. Ah, da kommt es schon. Okay, hat sich erledigt mit Taxi, mit Fernsehen. Himmel. Sorry, ich habe immer noch einen Frosch im Hals. Ja, Jumbo, tschüss. Zeig uns mal, wie das Kaffee ist. Was man da so machen kann. Jo, wir haben noch ein bisschen Zeit, das passt. La la la. So, wo soll es hingehen? Da sind wir. Ah, da ist das Café Romara. Das gucken wir uns jetzt an. In diesem klassischen Café kannst du leckeren Kaffee in gemütlicher Atmosphäre schlürfen. Es ist klein, schnuckelig und irgendwie charmant. Und das passt doch zu Felix, oder? Der ist zwar nicht mehr klein, aber schnuckelig und charmant würde ich ihn auch nennen. Ach ja. So, mal schauen. Wie gesagt, lassen wir ihm mal seine Politik-Dingsbums studieren. Das schadet ja nichts. Kann er auch wieder ein paar Sachen lernen und dann später wechseln wir zur Kunst. Und jetzt muss er schon in die Schule. Och nee, ehrlich, Leute. Ja. Wo bist du? Wo bist du? Hallo. Kommst gerade an und rennst wieder los. Na. Genial. Und tschüss. Komm dann aber bitte wieder, ne? Also, so sieht das Café aus. Cool. Da gibt es ein Barista. Musik. Die Leute tanzen ab. Mhm. Ja, und... Ah,
Okay, stopp, stopp, stopp. Nicht so schnell. Felix hat heute Professor Lara Richter kennengelernt und Elmar Walter. Der sieht ein bisschen aus wie unser Jonathan Dingsbums. Okay, schließen wir mal. Das ist in Ordnung. Er will jetzt einen Kaffee schlürfen. Ja, genau. Das braucht er, glaube ich, auch. Hier, ne? Ja, die Energie ist irgendwo, ja, ziemlich unten. Was haben wir da? Schöne Sitzecke mit Kamin. Oh, da sind Kerzen auf dem Tisch. Dahin ist Toilette. Gibt es noch ein Stockwerk drüber? Nee, da gibt es nichts. Man muss ja mal gucken, ne? Ja, wie gesagt, ansonsten Kaffee. Wozu ist dieser Stuhl gut? Weiß ich auch nicht, zum Hinsetzen. Musik halt. Gibt es da sonst noch irgendwelche Dinge, die ich gerade nicht sehe? Sachen zum Angucken, Wandbehänge. Keine Dartscheibe da oder sowas? Nö, jetzt nicht unbedingt. Okay, ja gut, dann gehen wir Kaffee schlürfen und wir gucken mal, wer hier alles vertreten ist. Da hätten wir den Gerion, ja, unser Bertram und die Uli ist auch da. Ey, fein. Dann schau mal. Trink du mal einen Kaffee und dann findest du vielleicht Spaß. Ah, Bertram und Felix winken sich, die kennen sich ja schon. Uli kennst du aber, glaube ich, auch schon. Jetzt erstmal einen Kaffee schlürfen. Ja, Bertram, wir haben jetzt keine Zeit zum Tanzen. Wir wollen erstmal unser Energielevel auffüllen. Und ja, ne? Auch Bertram. Ja, abhängen können wir nachher auch noch. Genau. Aber erst Kaffee. Ist wichtig. Guck doch mal, der fällt sonst um. Ja, wo setzt du dich hin? Ah, so ein schöner, gemütlicher Ohrensessel. Ja, perfekt. Mal gucken. Ah, sie erzählen sich was über Kreuzfahrtschiffe und die Umwege, die fahren müssen und so, ne? Das ist jetzt Gerion. Oh, Gerion hat schon einen Zitterflash. Naja. Ah, Bertram, holst du dir auch endlich einen Kaffee? Was will denn Gerion? Oh, auch zusammen tanzen. Ja, warte mal, ich bin noch am Trinken. Noch habe ich kein Zitterflash. Genau. Ah, wer kommt denn da? Katja? Ist das Katja? Ja, Katja. Ja, sie trinken mit. Und da geht das Zittern los. Ja, ja. Okay, ich würde sagen, du gehst bitte erstmal hier benutzen und Hände waschen. Und dann gucken wir mal, vielleicht ein bisschen tanzen. Dann machen wir hier halt noch ein bisschen was, ne? Ich darf nicht vergessen, die Zeit läuft weiter. Noch 46 Stunden bis zur Abschlussprüfung. Er muss noch Hausaufgaben machen. Und wenn wir wieder zurückkommen aufs heimatliche Campusgrundstück, also ins Wohnheim, ist wieder Mittag und die Zeit ist trotzdem vergangen. Ah, da läuft ja Anton, glaube ich, ne? Nee, Boris. Ah, dieses Känguru heißt Boris. Wer ist das da? Volker. Ah, und da kommt doch... Ist das... Nee, Roxy. Ich hätte fast gedacht, mit dem Schwarzen auf dem Kopf, das wäre Camilla, aber nö. Das ist Roxy. Ja, die trinkt noch Kaffee. Ah, okay, komm, mach mit, Mädel. Ey! Kann die mitmachen irgendwie? Roxy, mittanzen, komm. Tanz mal mit. Hi, nein. Ah, das ist voll... Nee, Clemens. Ah, gut. Ja, guck mal, wie gut wir tanzen können. Ich kann das besonders gut. Ja, yeah, guck mal diese Moves an. Aha. Ja, komm, unterhalte dich mal mit der. Reden. Abhängen wir doch noch ein bisschen. Gut. Was hat der eigentlich momentan an Wünschen? Ach, immer noch die gleichen. Party veranstalten, Studentenverbindung. Ich mache die Studentenverbindung mal wieder fest, auch wenn ich die nicht unbedingt will, aber wer weiß, vielleicht kommt da von euch noch was. Ja, Katja kann auch gut absteppen. Ey, komm, vielleicht mal Katja abhängen. Hm? Nee? Oh, Katja will nicht. Ach doch, die sitzt dann da hinten, 10 Meter entfernt. Mhm. Ja, okay, sie hat keine Lust. Sie muss wohl mal wohin. Okay, ich würde sagen, das reicht so doll. Ach, Bertram, komm, du wolltest doch vorhin auch was von mir. Dann plauder mal mit dem ein bisschen.
Auch wenn Bertram jetzt nicht so der coolste Typ ist. Unterhalten, Witzken erzählen und ja. Dann würde ich sagen, gehen wir auch wieder heim. Oh, wer kommt denn da? Ludmilla! Hallo Ludmilla! Ja. Sie nehmen ihn alle zur Kenntnis. So, habt ihr über das Wetter geschwatzt, dann unterhalt den noch und dann würde ich sagen, ab nach Hause mit dir hoch. Sonst ist das hier alles wieder mit der Zeit so eng. Weil er muss ja auch noch Hausaufgaben machen und all so ein Kram. Aber wenigstens ist die Energie wieder auf dem halbwegs normalen Level. Tschüss, ich gehe jetzt. Macht, was ihr wollt. Ich muss mal wieder zurück. Ist ja schon wieder spät geworden. Ja, ja. Kann man da was machen? Nach Hause. Ja. Ah, da wäre auch ein Grill gewesen. Okay, den habe ich jetzt ein bisschen spät bemerkt, aber ist ja egal. Genau, mach einfach mal. Nee, nee. Ach, was willst du denn jetzt? Nee, der hat doch mit Sicherheit keine Lust. Geh dahin. Und dann gehst du ein bisschen hier hin und wir laufen einfach mal ein bisschen rum. Dahin. Ah, und da ist das Taxi, genau. Zack. Und tschüss. Ja, also Café Romara ist okay zum Kaffee trinken. Ja, schauen wir mal. Da finden wir bestimmt auch noch bessere Grundstücke. Aber zum Kaffee trinken gehen und ein bisschen abhängen, ist das voll in Ordnung. So, und dann ist er wieder daheim, ist ja klar. Und wie viel Zeit hat er? Nur noch 43 Stunden. Das ist halt wirklich das Blöde, dass jetzt hier die Zeit weiterläuft. Aber gut. Er hat Hunger. Ach Gott, ja gut. Dann ess doch hier mal sowas Leckeres. Und ich würde sagen, meine Zeit ist auch schon wieder um. Ich mache einen kurzen Break. Hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.